Die Feuerwehr bekam die Meldung, brannt im alten Schulgebäude und wusste nicht so recht, was Sache ist. Mehrere Einsatzkräfte rückten an. Letztendlich brannte ein rollbarer Müllcontainer in einem Durchgang des Gebäudes zum Hinterhof. Wir wurden heute am späten Nachmittag alarmiert durch einen Anrufer, der hier den Schaden gesehen hat. Und da hat es hinter dieser Tür hier gebrannt. Und hinter der Tür brannte dann ein Müllcontainer in voller Ausdehnung. Und die Flammen schlugen auch schon an der Tür heraus. Wir haben dann das Feuer gelöscht mit einem C-Rohr. Und haben das Gebäude kontrolliert, ob sich noch Personen drin befinden. Das war nicht der Fall. Und der Rauch, der ins Gebäude gezogen ist, den haben wir durch Querlüftung beseitigt. Wissen Sie, wie es dazu kam? Nein, das wissen wir nicht. Es ist anzunehmen, dass es sich vielleicht um eine fahrlässige Brandstiftung oder so handelt. Aber genau wissen wir das nicht. Die weiteren Ermittlungsaufgaben liegen dann bei der Polizei. Die Einsatzstelle wurde anschließend dem Immobilienmanagement der Stadt Solingen übergeben.